einer Muschel findet. Das ist der Hammer. Wisst ihr übrigens, wie die entstehen? Ja. Also, die Muschel hat innen drin eine Perlmuttschicht. Perlmutt, das sagt ja schon der Name. Und wenn die Muschel einen Fremdkörper in sich reinbekommt, wie zum Beispiel ein Sandkorn, dann bildet sich um diesen Sandkorn herum eine Perlmuttschicht. Und es wächst und wächst und wächst. Und dann passiert es, dass die Perle in dieser Auster so groß wird und davon gewachsen ist. Boah, ich bin auch eine.